Spaghetti Cacio e Pepe sind eins der ältesten römischen Gerichte, die es gibt. Und dieser Pasta-Klassiker steht wirklich in wenigen Minuten auf dem Tisch. Cacio e Pepe bedeutet nichts anderes als Käse und Pfeffer. Und das ist eigentlich auch schon alles neben der Pasta. Wir werfen einen Blick auf die Zutaten. Für 2 bis 3 Personen braucht ihr 400 Gramm Spaghetti, 200 Gramm geriebenen Parmesan oder Pecorino, ein bisschen schwarzen Pfeffer und ein bisschen Nudelwasser. Wir beginnen damit, dass wir zunächst mal die Hälfte des geriebenen Parmesans oder Pecorinos in eine Schüssel geben und mit ein bisschen schwarzem Pfeffer vermengen. In der Zwischenzeit könnt ihr euer Pastawasser aufsetzen, salzen und die Pasta nach Packungsanweisung garen. Es ist gar nicht notwendig, dass ihr so viel Salz in das Wasser gebt, weil die Soße an sich schon sehr viel Geschmack und sehr viel Salzigkeit bekommt, deshalb lieber ein bisschen sparsam damit sein. Wenn die Pasta fertig gekocht ist, vermengt ihr sie direkt aus dem kochenden Wasser zusammen mit dem vorbereiteten Parmesan und dem Pfeffer. Dazu kommt außerdem noch die andere Hälfte des geriebenen Parmesans. Außerdem ist es wichtig, dass ihr noch ein bisschen von dem Pastawasser mit zur Soße gebt. Das gibt eine schöne cremige Konsistenz und bindet eure Pasta schön ab. Das alles wird jetzt gut vermengt. Dabei ordentlich rühren, damit sich die Pasta schön mit der Soße vermengen kann. Und so schnell ist dieser Pasta-Klassiker dann auch schon fertig. Ihr könnt ihn jetzt servieren, am besten in tiefen, vorgewärmten Pastatellern, denn wir wollen ja, dass unsere Pasta auch schön heiß auf den Tisch kommt. Sowieso würde ich euch nicht empfehlen, die Spaghetti Cacio e Pepe aufgewärmt zu genießen, weil dann diese Cremigkeit einfach verloren geht, also am besten frisch zubereiten, aber ihr seht ja, das geht auch ganz fix. Für ein bisschen Farbe nehme ich gern noch ein frisches Basilikumblatt und ein bisschen Olivenöl. Und dann ist dieser italienische Pasta-Klassiker auch schon fertig zum Servieren. Ich freue mich auf euren Kommentar, ob es euch geschmeckt hat und ob alles gut geklappt hat, ob ihr vielleicht noch eine andere Variante kennt. Lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen und es würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr den Kanal hier von Tastybits auf YouTube gleich abonniert und das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Und hier kommen gleich noch ein paar weitere Videovorschläge für euch. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.